immer wieder was Neues entdecken. So, Kamera läuft. Das ist sehr schön. Ich komme jetzt nicht an Marcel ran. Er läuft, wenn ich mit, der Marcel. Gute. Und schon ist er weg. Ja, wir gehen ein bisschen wandern hier. Wie viel etwa? 3000 Meter? 3900 Meter. Genau, am Posa Doppelmar, das wollen wir uns angucken. Ich war hier schon zweimal mit dem Motorrad, habe ich gehalten, aber noch nie komplett gesehen. Das wird jetzt mal spannend. Das ist so gut wie 4 Kilometer. 4 Kilometer. Ja, werden wir machen hier, gucken wir uns an. Bin ich sehr gespannt drauf. Bei bestem Wetter, kurze Hose an, T-Shirt an. Diesen Monat geht es richtig rund mit sehr schönem Wetter. Wurde eben angekündigt und jetzt fängt eigentlich das richtige Jahr an, finde ich. Kann man wieder was erleben, auch mit dem Motorrad. Schöne Touren drehen. Marcel ist fit unterwegs, er hat seine Uhr an, tut ein bisschen Schritte zählen und nicht die Kilometer. Du bist jetzt 4 Monate Sonne. Ergo? Ja, wäre gut, gell? Ergo, wenn es gut läuft, habe ich in gut 2 Monaten den Führerschein. Ja. Und wir können mal woanders immer hin. Ja, genau. Das bleibt dann immer eine Überraschung. Ja. Überall, wo Action ist. Wo man da leben kann, auf jeden Fall. Freut euch schon. Ja. Wenn ich den Lappen habe, könnt Daumen ihr euch drücken. Freuen. Und Daumen drücken, dass er schnell da ist. Ja, das wird auf jeden Fall dann spannend. Hier schöne Wiese und wir gehen jetzt mal weiter gucken, wo wir hier rumkommen. Das erste Mal für uns zwei, von daher ist das schöne Überraschung und ein Abenteuer. Sehr trocken der Weg, das ist sehr gut zu gehen. Wir kennen diese Wege dieses Mal nicht. Nein, wir kennen das. Aber sieht geil aus hier. Ob wir heute noch rüberkommen? Ja, gute Frage. Jetzt glaube ich. Ja. Oha. Naja. Ja, ich glaube, wir müssen einfach den Schild folgen, Rundweg. Ja, das schon. Jetzt ist es ganz gut beschildert. Und die kleinen orangenen Dinger müssen wir auch folgen. Das heißt, so wie bei Traumpfade. So wie beim Machtental. So wie beim Frank. Immer den Traumfaden nach. So, wir sitzen schön hier am Mar. Jetzt machen wir mal standardmäßig langweilig. Für andere, für mich immer wieder schön. Eine schöne Tasse Kaffee oder besser gesagt heißen Tee. Ich muss gucken, was ich hier dabei habe. Okay, hier ist das Getränk. Muss ich raussuchen. Willst du mal wissen, wie die RKI von hier ist? Als wie hoch, wie viel? Kreis Vulkaneifel. So, erstmal das einstellen. Das dauert ja. Ich weiß nicht, was ich mir jetzt hier machen kann. Ich glaube, ich mache so ein Schoko. Die habe ich schon rausgesucht für die nächste Touren. Da habe ich mich schon mal rausgesucht. Ich kann mal selber ein bisschen stöbern. Lass ich mal eine schöne Tour in der Eifel raussuchen. Irgendwann mal hinfahren. Ich mache mir hier so einen mit der Schokolade drin. So, den mache ich mir jetzt hier schön am Posa Doppelmar. Landkreis Vulkaneifel 39,6. Okay. Unter 50. Ja, ist auch ganz gut. Sonst bleibt es so. So, ich habe jetzt einen Becher. Ich glaube, ich habe einen Becher zu wenig mit dir holt, Marcel. Da habe ich eine wohl vergessen heute. Ich habe immer einen Notbecher dabei, oder nicht? Ich muss erst den Kaffeebecher in der Hand drehen. Marcel, ich habe einen Becher, glaube ich, zu wenig. Hast du gar nichts dringend jetzt dabei? Nö. Oh, das ist noch gut. Soweit ich das weiß, hattest du aber einen. Ja, Gott nicht. Brauchst du dann Becher heute? Ich würde halt heute nichts trinken, so richtig. Aktuell du kannst ja auch keinen Hunger. Das ist schwierig. Ich habe die Flasche hier dabei, aber fehlt ein Becher. Vielleicht mache ich den. Ja.
Wie machen wir da denn jetzt mit einem Becher? Hast du auch Wasser noch ganz normal dabei? Oder? Nein, habe ich auch nicht. Weil ich heute kein Wasser machen wollte. Kein Kochengeschirr. Ist ja nix. Weißt du was, ich mach das jetzt hier draus. Komm, du holst hier den. Und ich hol den. Der ist zwar klein. Du hast doch nicht hier drin. Ja. Das heißt, den Löffel hast du auch nicht dabei. Nein. Ja, wenn ich die ganz große Tasche wieder packe, ist das doch wieder ein bisschen zu viel, finde ich. Ich weiß es nicht. Oder? Hast du überhaupt dabei? Heute. Ja, du wolltest das Ding schon durchlaufen, ganz schnell. Ja, ja, ist doch nicht vier Kilometer. Ja, da hätte man noch nicht mal Zeit gehabt, den Kaffee zu machen. Dann werden wir wieder Highway fahren. Deswegen habe ich das so gedacht. Ja, Marcel, wo ist deine Tasche? Mal daheim. Ja. Muss immer so ein Notvorrat ein bisschen packen. So, ich mach mal hier raus. Ich bin aus der Minitas. Gut, dass der Kram schon gekocht ist. Ich hasse so Tassen. So Mini? Ich bin Rocker. Heute mal nicht. Ja, heißes Wasser brauchst du nicht, gell? Doch, brauchst du auch. Vielleicht Rocker. Ja. So, da trinken wir mal schön ein, dann machen wir eine schöne kleine Pause. Marcel gönnt sich eine Tomatencremesuppe. Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Runter damit. Und ihr könnt mal bis nach vorne gucken. Sehr schöne Aussicht. Die haben wir jetzt und da sitzen wir jetzt. Sehr schön. Und zack, sind wir wieder auf Tour. Marcel ist schon ein paar hundert Meter weiter nach vorne gelaufen. Den hält heute nichts auf. Schöne Sitzgelegenheit haben wir hier gefunden. Kann man überall schön sitzen. Aber wir gehen, glaube ich, weiter, gell, Marcel? Mhm. Weil Pause machen hatten wir eben schon. Und heute ist das gar nicht so weit. Hier schön die Kühe. Sehr schöne Landschaft. Und genau da oben ist der Turm. Der Boser Aussichtspunktturm. Genau da wollen wir noch hin. Da gucken wir gleich mal runter. Jetzt sitzen wir hier schön an der Stelle. Mal eine kleine, feine Pause, aber wir gehen direkt weiter. Ich habe auf Simon gewartet. Ja. Und der Marcel lag da so schön. Da habe ich gesagt, komm, lass mal ein bisschen ausruhen, damit wir ein bisschen Power wieder kriegen. Und hier geht jetzt der Weg wohl rüber. Das ist ja sehr schön. Simon, nicht vergessen, deine Tasche. Deine Kamera-Tasche. Wenn, bist du auch dabei. Ich kann einfach losgehen. Wenn ich was vergessen muss, Marcel das einsammeln. Ja, man muss schon ein bisschen gucken, dass man nichts vergisst. Aber was eine krasse Landschaft. Was eine krasse Landschaft. Perfekt für den Sommer. Ja, schlepp dir mal was. Ich habe hier mal die Kamera so halbwegs automatisch eingestellt. Ich weiß aber nie, ob mir das gefällt, aber egal. So, gucken wir uns hier in der Ecke gerade noch an. Marcel im Schlepptau. Yep. Jetzt bin ich mal vorne, juhu. Die ganze Zeit war er vorne, jetzt bin ich vorne. Naja, das dauert ja so, dass du nicht lange bis er wieder vorne ist. Okay, was haben wir hier? Ah, hier ist das schön eingezeichnet. Sehr schön. Da kann man mal gucken, was hier alles abgeht. Standort. Das sind wir aber schon fast so, ich will mal so unbedingt. Ja. Und hier ist wohl das andere mal. Das ist Heddard. Das hier ist das andere, das kleine Feine. Oh, ein Sieber reinschuppen, ja, ne? Ja. Ja, eine geile, wäre schön baden, ey. Schöne Brücke hier.
Hier geht es tief in die Eifel. Wunderbar, fantastische Blicke hier. Jetzt gehe ich auch mal über die Brücke hier. Mal gucken, ob wir dahin abgehen. Aber sehr entspannt heute. Sehr entspannte Tour. Schön, Wasser läuft unten durch. Sehr schön. So, schöne Feldwiese. Wo geht das jetzt hinten hoch? Ah, da hoch. Ihr seht schon. Da oben ist die nächste Bank. Also Sitzmöglichkeiten sind hier sehr gut gebaut. Das gibt einen extra Daumen nach oben. Simon, kann man auch sehr gut sitzen. Nächste Frage müssen wir aber nach da. Ja, links und dann rechts hoch. Okay. Ah. Genau. Wie heißt es bitte aber auch zum Parkplatz? Direkt. Weiß ich nicht. Ich war noch nie hier. Sehen wir ja alle. Schöner Bachlauf. Müsste ein bisschen größer sein, zum Erfrischen. Ja, wir haben ja viel vor. Ja, sicher. Man sagt gleich, hast du dir jetzt eine Sitzbank? Ja, moin. Kannst direkt Päuschen machen. Von einem dicken, fetten Aufstieg. Wollte gerade sagen, wenn ja. Du nicht hier oben eine Belohnung ist, dann geht die. Ab zum Turm da hoch. Auch gerade mal sitzen. Der Weg ist nicht angenehm. Doch, macht Spaß. Er macht Spaß. Er macht doch Spaß. Wir sind hier wieder weiter. Der Einzige, der lacht hier noch. Geht da eben mit der Kamera. Auf dem Weg sind Leute. Ja. Mal gucken, was da oben abgeht, ob man da überhaupt hin kann jetzt und was da Sache ist. Auf dem Turm. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und? Tao. Also mich pusht das ja immer an hier, so was, so ein Berg da hoch. Richtig nochmal feuerfrei. Merkst du direkt am Pumpen, das Ding. Werden richtig Adern durchgeblasen hier. Von Gemütlichkeit eben bis hierhin. Ja. Schön ausgepennt bis drei. Marcel abgeholt, direkt hier hoch. Danach wieder pennen, hä? Ja. Video schneide ich ja alleine. Ja. Naja, Simon schneidet das ja. Ja, ja, ja. Simon ist der Cutter für Simon. Ich bin der Cutter. Ich bin der Cutter. Muss dein Cutter. Was macht der überhaupt noch? Der pennt. Noch. Ich bin, wann der wieder aufsteht. So gesehen. Wann steht der wieder auf, dein Cutter? Och, der Cutter tut meistens bis Samstag hat er Ruhe. Und am Samstagabend muss er mal für eine Stunde bis zwei cutten. Echt? Ja. Ah, der cuttet noch. Gut. Aber nur für zwei Stunden. Und danach hat er wieder Ruhe bis darauf der Samstag. Und dann muss er wieder weiterarbeiten. Okay, jetzt kriegst du bestimmt wie viel anfangen. Ich will auch dann Cutter werden. Gerade Arbeitszeiten. Naja, wenn, oh, wenn es bedeutet, dass der Reaction-Kanal geschnitten werden muss, schwierig. Oh, Marcel zahlt gut, habe ich gehört. Komm ein paar Cent rein. Ich habe gehört, Zeit rein gar nichts, weil YouTube ihnen irgendwie rein gar nichts gibt so richtig. Ja, ist klar, dass die wenig geben, aber was will man machen, ja. Ah, das ist ein anderes Thema. Dann machen wir jetzt erstmal auf geht's, sonst kommen wir rein gar nicht mehr durch. Hat man nie seine Ruhe, mal. Bei mir nicht. Die Leute an alle abgeschaltet, ist langweilig und jetzt Marcel treibt wieder an, dann schalten die Leute wieder ein. Gut, dann weiter geht's. Allein schon, wenn du die Farben von der Kamera da drin. Wow, was ist hier das? Das ist von Bild. Kannst du das holen?
Dann kann man das noch wegmachen. Was ist das? Das ist hier das. Ah, okay. Ich habe mir ein paar Mal. Ja, ja. Gemacht. Boah, da musst du schicken, da blende ich hier ein. Ja, schön hier oben. Also gefällt mir sehr gut. Muss auf jeden Fall noch mal abends hin. Irgendwann mal ein bisschen Sonnenuntergang oder so. Mal gucken. Dann hier rumhängen. Was ein Panoramablick hier. Einfach mal genießen. Alles zu sehen hier. Super. Und zufrieden? Ja. Sehr schöne Tour. War eine schöne kleine Tour. Ja, ich denke mir an alles eingefangen. Und hat doch noch 2 Stunden gedauert. Ja, wieder zu viel Kaffeepause gemacht. Aber super, die Bilder habt ihr ja alle sehen, hoffe ich, dass ich es alle reingebracht habe. Fahren wir nochmal gerne hin hier. Hat mir sehr gut gefallen. Vom Frank kann ich noch ein Video empfehlen. Der war auch schon hier mit der Drohne. Wie man mal sagt, wie man sagt, mit der Drohne. Franks Vlogs, guckt da mal rein. Der war ja schon schöne Aufnahmen Empfehlung, am Tätigen. Empfehlung ist es so oder so immer wert. Ja, das sowieso. Gut, wir machen es jetzt heim. Und bis im nächsten Video. Bye, bye. Ich zeig dir die schönsten Orte. Foto. Ja. Das wäre doch mal cool, oder Marcel? Oh ja. Ich muss hier alles ausprobieren, was ich auch zeige. Ja.